Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Efi und ja, ich bin heute zurück mit einer neuen Finnish Pages Collection. Vorab hoffe ich natürlich, dass ihr alle gesund und munter seid, dass ihr wohlauf seid, dass es euch gut geht. Mir geht es soweit auch sehr gut. Und ja, ich wünsche uns halt in der aktuellen Situation wirklich jedem Einzelnen das Beste, dass ihr gesund bleibt. Und dass ihr den Mut und die positiven Gedanken nicht verliert. Genau. Und aktuelle Situation hin oder her. Ich glaube, gerade in so Situationen wie jetzt ist es besonders wichtig, sich auf positive Dinge zu konzentrieren und sich auch Ablenkung zu suchen. Und aus diesem Grund freue ich mich heute auch wieder, euch mal zu präsentieren, was ich so in den letzten Monaten fertiggestellt habe oder ausgemalt habe. Genau. Und zwar betrachten wir heute einen Zeitraum von September 2019 bis jetzt März, April 2020. Genau. Und beginnen möchte ich heute mit einem Bild aus Johanna Bessfords World of Flowers. Genau, das habe ich im September 2019 fertiggestellt. Wo auch immer es sich gerade befindet, das ist es nicht. Da ist es. Genau. Dieses Bild ist tatsächlich aktuell auch eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Anfangs war ich sehr skeptisch aufgrund dieses krassen, knalligen Hintergrundes, diesen pinken Hintergrundes. Aber je mehr Zeit ich in das Bild und Arbeit ich in das Bild investiert habe, desto mehr gefiel es mir dann tatsächlich auch. Ist eines der wenigen Bilder, die ich bisher mit so einem Rand versehen habe. Und ich finde, gerade in diesem Bild, das kleidet das Bild tatsächlich noch ein Stück weit mehr. Genau, den Hintergrund habe ich mit den Faber-Castell Albrecht Dürern fertiggestellt. Ich habe erst die Farbe aufgetragen und sie dann mit einem Wassertankpinsel vermalt. Aber auch im Nachgang bin ich nochmal mit den trockenen Stiften rübergegangen und habe dem ganzen Bild nochmal so ein bisschen Struktur gegeben. Dem Hintergrund, genau. Die ganzen einzelnen Details und das Häuschen und überhaupt alles, was sonst so ausgemalt ist, habe ich mit den meinen heißgeliebten Polychromos koloriert. Und ja, ich bin allem in allem super zufrieden mit dem Bild. Wie gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsbild im Moment. Und ich bin entsprechend auch ein wenig stolz und freue mich darauf, das euch zu präsentieren. Besonders schön finde ich halt tatsächlich auch den Kontrast zwischen den pinken und den gelben Blümchen hier. Auch hier die weiß-grünlichen Blumen, die finde ich ganz gut gelungen. Ja, genau. Aber dann möchte ich auch schon weitermachen. Das nächste kolorierte Bild, oh Wunder, stammt nicht aus einem Malbuch. Normalerweise favorisiere ich ja tatsächlich Malbücher und keine ausgedruckten Motive, einfach weil ich so super viele Malbücher habe und ich einfach den großen Wunsch hege, irgendwann einmal in meinem Leben ein Malbuch komplett fertig koloriert zu haben. Aber diese Outlines stammen von der lieben Olivier Odorant. Und das ist eine ganz liebe Instagram-Freundin. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Outlines einfach mal auszumalen. Und ja, ich mag ihren süßen Stil halt einfach super gern. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass sie mir die Outlines zur Verfügung gestellt hat. Und ich hatte viel Spaß daran. Hier sind wirklich diverse Medien und Farben und was auch immer zum Einsatz gekommen. Ich fange einfach mal an.
Der Hintergrund, also der Himmel, der ist halt überwiegend mit den Karandiage Neocalastu koloriert. Die Bäume, sowohl der Stamm als auch die Baumkronen, haben als Grundierung eine leichte Schicht mit den Faber Castell Albrecht Dürer bekommen, also auch mit Wasser vermalt. Und dann habe ich hier die Schattierung nochmal mit den Polychromos und den identischen Farben hervorgehoben. Die Kristalle sind auch mit den Neocalastu koloriert und die Outlines und sowohl alle weißen Highlights habe ich mit dem, war das noch der Posca-Marker oder war das schon? Ja, das war noch der Posca-Marker, weil seit kurzem bin ich ein absolut totaler Fan von dem Sakura Jelly Roll Gelstift. Ich habe ihn, glaube ich, auch hier einmal. Das ist mein absoluter Lieblings Gelstift mittlerweile, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt von anderen Herstellern, dass die weißen Gelstifte einfach irgendwann anfangen, kratzig zu werden oder sie klecksen oder sie geben nicht zuverlässig Farbe ab. Und das ist mit diesem Gelstift halt tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so einen tollen Gelstift gibt, aber es gibt ihn und ich liebe ihn wirklich. Genau, was kann ich noch erzählen? Die Carandiage Supracolor, die sind tatsächlich auch zum Einsatz gekommen und zwar hier für diesen lilan Stiefel. Ich weiß nicht, ob ihr die Farbpalette von Carandiage gerade so ein bisschen im Kopf habt. Da gibt es so ein ganz dunkles Indigo-Blau. Ich finde, dieses Indigo-Blau ist das allertollste Lila, was man irgendwie von irgendeinem Stifteset bekommen kann. Und genau, die sind hier zum Einsatz gekommen. Hier oben die ganzen Pilze sind mit den Polychromos koloriert. Diese kleine Wald, Elfe, Fee, whatever, ist auch mit den Albrecht Dürern. Hier unten das Wasser ist mit den Albrecht Dürern und mit dem Polychromos on top koloriert. Die Haare sind mit dem Polychromos koloriert. Und der Busch ist, meine ich, auch mit den Albrecht Dürern und dann noch mal ein bisschen die Tiefe mit den Polychromos nachgearbeitet. Genau. Auch die Pilze hier oben, dieses Rote finde ich schön. Ist halt eine richtig schöne Mädchen, Pinky, Dreamy Page. ja, hatte ich viel Freude dran. So, das nächste Bild habe ich auch in einem Malbuch gemalt von der lieben Masja van den Berg. Und alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich ein wirklich großer Fan von Masjas Outlines bin. Sie sind oft sehr detailliert, aber ich mag das ja in der Tat ganz gern. So, nicht wundern, hier sieht das alles ein bisschen muckelig und dreckig aus. Ja, was soll ich sagen? Dieser Hintergrund ist, gelinde gesagt, hat er mich ein paar Nerven gekostet. Also hier sind auch wieder die diversesten Dinge zum Einsatz gekommen. Also ursprünglich hatte ich geplant, einen Hintergrund mit Acrylfarbe zu gestalten. Und zwar mit, jetzt geht hier schon die Seite raus, vorsichtig, mit einem metallischen Acryl, ihr seht, ich habe hier rumgeschmiert und rumgekleckst, also so sollte der eigentlich sein. Und eigentlich wollte ich das so ein bisschen nicht flächendeckend haben, sondern so ein bisschen, ja, wie zufällig dahingespritzt so. Aber ich sag's euch so, wie es ist, es hat mir überhaupt nicht gefallen, was dabei rausgekommen ist. Ihr seht aber noch hier unter der
wachsigen Neocolors Two-Schicht seht ihr noch dieses Acryl, dieses, wie soll ich sagen, ja, dieses Strukturierte halt einfach. Na. Jetzt könnte ich euch natürlich sagen, oh super, das ist so gewollt gewesen. Also tatsächlich war das überhaupt nicht so gewollt. Und meine letzte verzweifelte Amtshandlung war tatsächlich, nachdem mir diverses nicht gefallen hat, dass ich die Neocolors 2 genommen habe und sie trocken, wie sie waren, hier drauf auf dem Bild verteilt habe und mit dem Finger verrieben habe. Also das ist wirklich eine dicke Wachsschicht Neocolors 2. Mein Finger hatte extremste Blasen danach, weil natürlich hier diese strukturierte Acrylfarbe und ich da mal drüber gegangen bin. Ja, aber manchmal macht ja Not auch erfinderisch. Und alles im Allen ist es jetzt im Nachgang betrachtet gar nicht so schlimm. Ne? Es ist nicht das, was ich im Kopf hatte, aber dafür, dass es mir so missglückt ist, anfangs denke ich, habe ich es noch ganz gut gerettet. Und wenn man mal den Fokus von dem Hintergrund wegnimmt und sich mal nur auf die Lampe konzentriert und die Vögelchen, dann ist es auch eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild geworden, wie ich finde. Vor allen Dingen auch, weil ich versucht habe, hier in diesem Bild so ein bisschen Roségold zu kreieren. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Roségold nennen kann. Also dieses zwischen den Rot-Violetten, das sollte eigentlich so ein bisschen, hatte ich die Hoffnung, Roségold sein. Ich denke, für den ersten Versuch ist es ganz gut geglückt. Auch die goldenen Vögelchen, mit denen bin ich auch zufrieden. Genau, zumal ich gar nicht vorhatte, sie eigentlich gold zu machen. Das ist auch irgendwie so passiert. Genau. So, und dann habe ich gleich noch eine weihnachtliche Seite für euch. Und zwar ist sie diesmal auch von Johanna Beschford wieder und diesmal aus Mein wundervolles Weihnachtsfest. So. Und ohne Flachs, dieses Bild hat mich echt auch viel, viel Zeit gekostet, oder was heißt Zeit gekostet? Ich habe viel Zeit aufgewandt, um dieses Bild fertigzustellen, und gekostet hört sich immer so negativ an, als wenn ich irgendwie es mich furchtbar viel Anstrengung gekostet hat, aber dem ist natürlich nicht so. Klar, ich sitze immer an allen meinen Bildern sehr, sehr lange. Mittlerweile kriege ich fast nur noch ein Bild in einem Monat fertig und manchmal schaffe ich nicht mal das. Das liegt aber tatsächlich daran, dass ich in jedes Bild unglaublich viel Liebe stecke und ja, ich es halt auch einfach, ich möchte aus jedem Motiv das Beste herausholen und irgendwie was ganz Besonderes draus machen. Und entsprechend lange dauert es dann natürlich auch, was für mich persönlich aber völlig in Ordnung ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist der Hintergrund, hier drin in diesem Kreis ist auch wieder mit den Albrecht-Dürern gestaltet. Also ihr seht, die Albrecht-Dürer sind halt auch neben dem Polychromos augenscheinlich mittlerweile sehr favorisiert von mir. Ich bin tatsächlich ziemlich stolz auf den Goldeffekt, den ich hier versucht habe zu gestalten. Und ja, auch mein Rentier mag ich sehr leiden. Hier habe ich auch wieder hier habe ich schon den Sakura Jelly Roll verwendet. Also nicht mehr den Posca-Marke, den verwende ich tatsächlich kaum noch. Und ich habe sozusagen vorab hier diesem Rentier mit ganz vielen kleinen weißen Gelstiftstrichen versucht, ein bisschen Struktur zu verleihen und damit so einen Hauch von
Räumlichkeit entsteht. Von Tiefe habe ich hier halt mit hellem Grau und hellem Blau versucht, ein bisschen ja, Schattierung zu setzen. Genau, also diese ganzen Details hier, die sind auch mit Polychromos koloriert. Und auch hier außenrum, der Hintergrund, dieser dunkelblaue Hintergrund ist mit Polychromos entstanden. Und zwar habe ich erst eine Schicht mit einem dunklen Grau vorkoloriert und bin dann nochmal ich glaube, Preußisch Blue war es. Hab ich nochmal einmal drüber gemalt und halt wirklich auch relativ viel Druck verwendet, um eben auch wirklich das Weiß des Papieres komplett zu entfernen. Und eine wichtige Info habe ich noch, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Ich habe hier ja, wie gesagt, in diesem blauen Hintergrund viel mit den Albrecht-Dürern gemalt. Also ich habe mich wirklich Stück für Stück vorgearbeitet, habe mir immer irgendwie so ein Stück Fläche rausgesucht, was ich gerade bearbeiten möchte. Habe da mit den Albrecht-Dürern halt so die Struktur gemalt und mit einem weißen Giltstift, mit einem weißen Giltstift. Mit einem Wassertankpinsel die Farben vermalt. Und dann bin ich im Anschluss tatsächlich nochmal mit einem weißen Watercolor Aquarellstift nochmal drüber gegangen. Aber ich habe ihn nicht vermalt. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Und zwar habe ich der Vent Watercolor Chinese White 72 verwendet. Der eignet sich ganz großartig, um auf Aquarellfarben, auch gemalten Aquarellfarben, nochmal weiße Highlights zu setzen. Ne? Hier kann man das besonders gut erkennen. Da habe ich das dann nochmal so ein bisschen aufgehellt. Genau. So viel dann aber auch zu diesem Bild. So, und dann sind wir auch schon beim vorletzten Bild angekommen. Und zwar ist das diesmal aus Vivi Sörke en Ven von Maria Troller. Von Maria Trolle ist auch ein Malbuch, was schon lange, lange bei mir im Regal steht und viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass die Wahl in einem Instagram-Color-Along auf dieses Bild gefallen ist. Mich, als ich das gesehen habe, hat so mein ganzes Herz geschrien, ja, das möchte ich kolorieren. Weil ihr wisst ja, Natur ist irgendwie meins und viele Details ist meins und dieses Bild hat mich von Anfang an mega angesprochen. Und irgendwie habe ich es in letzter Zeit mit kleinen Bäumhäuschen oder überhaupt mit Häuschen. Es fiel auch das nächste Bild, da ist auch wieder ein Häuschen drin. Genau, also hier ist tatsächlich fast nichts anderes zum Einsatz gekommen, außer meine Polychromos und eben der Sakura Jelly Roll. Genau. Ja, was könnte ich dazu sagen? Also, vielleicht ist zu sehen, hier ist wirklich auch wieder enorm viel Liebe ins Bild geflossen. Besonders schön finde ich tatsächlich das Haus. Finde ich, ist sehr gut gelungen. Die Blumen selber haben mich auch, da hat mich jedes Blatt auch, das hat wirklich lange gedauert, jedes Blatt so herauszuarbeiten. Aber ich finde, die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Hier das kleine Kleidchen finde ich auch, die Farbkombi ganz niedlich. Ja, ich habe versucht, halt hier aus dem Vögelchen ein Rotkehlchen zu machen. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch sehr stolz auf auf die Farbkombination. Es wirkt halt frisch und frühlingshaft und ja, ich hoffe, ihr mögt es auch. So, und last but not least. Habe ich hier jetzt noch ein fertiges Bild aus Romantic Country, das The First Fairy Tale
von der lieben Eri, von der sehr talentierten Eri. Auch ihre Malbücher bekommen viel zu selten Aufmerksamkeit von mir. Dies ist auch mein erstes Mal, mein erstes Bild in diesem Malbuch. Und es ist nicht mit dem Polychromos koloriert, sondern mit dem Prismacolor. Ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr mit den Prismacolors gemalt habe. Aber ich habe irgendwie gelernt, dass in diesen Malbüchern sich tatsächlich die Prismacolor am besten eignen, für mich auch am besten eignen. Und deswegen habe ich sie einfach mal verwendet. Und es war auch mal wieder schön, damit zu malen, einfach weil das Malgefühl ein ganz anderes ist. Die Farben sind, die Farbauswahl ist natürlich dann auch entsprechend mal ein bisschen anders, wie man das sonst gewohnt ist. Was ich finde, auch mal wieder ein bisschen Abwechslung und Frische in die ganzen kolorierten Bilder bringt. Genau, es ist wirklich alles mit den Prismacolors gemalt. So ein ganz klein bisschen Sakura Jelly Roll ist auch hier wieder zum Einsatz gekommen. Hier die Outlines von den Bäumchen. Hier sind so ein paar Blümchen angedeutet in der Wiese. Hier im Wasser ein bisschen Struktur eingeflossen. Genau. Auch hier der Hintergrund ist auch wieder mit den Prismacolors koloriert. Und ähnlich wie bei dem Weihnachtsbild aus Johannas Malbuch habe ich auch hier mit einem grauen Stift zuerst vorgemalt. Cool Grey 90% war das. Und dann mit einem dunklen Violettton nochmal drüber gemalt. Genau, weil schwarz, pures Schwarz, auch wenn das Licht hier komisch fällt, dann sieht es zwar auch schwarz aus, aber ich weiß nicht, pures Schwarz ist mir manchmal tatsächlich ein bisschen zu hart als Hintergrund und dann verwende ich ganz gerne diese Grau Mischtechnik mit einer dunklen Farbe, die ich eh schon im Bild verwendet habe. Das habe ich bei dem Weihnachtsbild ja auch so gemacht. Und hier war es halt eben das Violette, was ich hier in den Blumen und hier in dem, na sag einmal, in dem Dach verwendet habe. Genau. Ich hole euch das nochmal ein bisschen ran, dann könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen die Details euch angucken. Witzigerweise, das ist mir jetzt vor kurzem mal aufgefallen, brennt in mein Häuschen immer Licht. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit in meinem Häuschen, es ist immer Licht und immer Leben. Genau, ansonsten sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Das waren alle Bilder, die ich jetzt in den letzten Monaten fertig bekommen habe. Ich könnte euch noch mal spontan einen kleinen Ausblick geben. Einen Moment bitte. Und zwar habe ich selbstverständlich schon wieder mit einem neuen Bild angefangen. Ich nehme das mal hier raus. Und zwar ist es diesmal aus Marcias Mandalas Spring. Und das ist dieser Käfer, dieser Frühlingskäfer. Also es ist noch überhaupt nicht viel passiert auf dem Bild. Es ist nur, also das Polychromos durch und durch. Und was kann ich euch dazu sagen? Ich habe tatsächlich gerade jetzt im April ein Color-Along auf Instagram gestartet. Marcias Happy Spring Color-Along. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach mal auf meine Instagram-Seite vorbei. Da findet ihr den Post zu dem Color-Along. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, dann seid gern eingeladen, mit mir zusammen diese Seite zu kolorieren. Oder eine weitere, die ich auch vorgestellt habe, die Marcia als kostenlosen Download zur Verfügung stellt. Alle Infos dazu findet ihr in meinem Instagram-Post. Ich verlinke euch das gerne auch nochmal in die Beschreibung. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt tatsächlich nichts weiter zu sagen, als euch alles Liebe zu wünschen. Macht das, was ihr gerne macht, wo ihr Freude dran habt,
Und ja, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.